historischen Dorf Territorio Zwickau haben heute die Ferienspiele der Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft begonnen. Vor den Mädchen und Jungen liegt nun eine abwechslungsreiche und spannende Woche. Heute konnten die Teilnehmer nicht nur in die Geschichte eintauchen, sondern auch handwerklich tätig werden. So sah ein Ferienspieler-Auftakt bei der ZWG noch nie aus. Die Kinder waren mit Werkzeug ausgerüstet und konnten ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Das historische Dorf dürfte dabei die passende Inspiration gegeben haben, denn alles, was man hier sieht, wurde ebenfalls in guter Handwerkertradition errichtet. Ja, wir machen die Ferienspiele zum 5. Mal und Sie können sich vorstellen, wie unser Anspruch ist, immer mal was Neues reinzubringen. Und das historische Dorf ist in Zwickau und bietet halt viele Sachen für Kinder. Und im Alter von 6 bis 15 Jahren finden hier alle was. Heute werden Vogelhäuschen hergestellt. Ist eine tolle Idee, weil auch so ein nachhaltiger Charakter ist. Die sollen dann später in unseren Wohngebieten aufgehängt werden. Praktischer Umweltschutz. Doch ohne fachkundige Anleitung wäre ein solches Angebot nicht umzusetzen. Gerade wenn man die große Anzahl an Teilnehmern bedenkt. Genau, wir sind über 40 Teilnehmer und bei über 40 Teilnehmern ist natürlich eine gewisse Anzahl von Betreuern notwendig. Die haben wir gestellt mit pädagogischem Personal und das historische Dorf hat natürlich auch professionelle Mitarbeiter, die Kinder hier anleiten. Der Besuch im historischen Dorf ist nur der Auftakt einer ganzen Woche voller Erlebnisse. Die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft hat sich für die Kinder wieder ein spannendes Programm ausgedacht. Die Woche, denke ich, ist richtig spannend. Morgen geht's zu Wendt und Kühn. Dort können die Kinder die Schauwerkstatt besuchen und selber auch mal sich versuchen am Basteln von den Engeln. Im Anschluss dann zu der Augustusburg. Am Mittwoch auch ein spannender Tag. Dort ist Klettern angesagt in der Knopffabrik. Und dazu noch ein Besuch bei der Polizei. Dort kann man mal hinter den Kulissen schauen. Nachmittag geht es ins Kino. Dort werden dann auch zwei Kinoveranstaltungen ausgewählt, um auch dem Alter zu entsprechen. Denn die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 6 bis 15. Am Donnerstag geht es dann noch zu einem Indoor-Spielplatz. Und am Freitag steht ein Badbesuch auf dem Programm. Mit diesmal 44 Kindern ist nicht nur das Anmeldelimit erreicht, es ist für die ZWG auch ein neuer Teilnehmerrekord. Wir bemühen uns jedes Jahr ein attraktives Angebot zu schaffen. Ich denke einfach mal, dass es auch unter der Mieterschaft rumspricht. Wir haben auch ganz viele Großeltern, die ihre Enkel hier anmelden, einfach noch als Ferienhöhepunkt. Und wir freuen uns natürlich, dass wir mit so einer Form etwas den Mietern zurückgeben können. Den Mietern und der heimischen Tierwelt. Wenn die ersten Vogelhäuschen im Stadtgebiet hängen und sogar schon jemand eingezogen ist, werden wir uns mit der Kamera natürlich auf die Lauer legen.